fast 6 Jahren faste ich regelmäßig mit Säften. Also das heißt, dass ich an den Tagen nur trinke, frisch gepresste Säfte bei mir. Mit den Jahren sind auch immer mehr Trockenfastenperioden mit dazugekommen. Das heißt, dass ich an den Tagen weder esse noch trinke. Und interessant dabei ist ja einfach die Entwicklung von meinem Körper, dass ich am Anfang sehr viel weniger fasten konnte und sich das mit jedem Jahr immer weiter gesteigert hat, ich immer weniger Probleme bekommen habe und ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr insgesamt 120 Tage Saftfasten konnte. Die längste Periode waren 33 Tage am Stück. Also dreimal im Jahr habe ich da mindestens 30 Tage gemacht und die restlichen Tage waren dann so 14 Tage zum Beispiel Fasten oder nur eine Woche. In den ersten beiden Jahren sind meine Fastentage, das was ich am Tag getrunken habe, folgendermaßen aus, dass ich halt um 10 oder 11 an 1 Liter Wasser zu mir genommen habe und dann so mittags- und nachmittagszeit den ersten Saft genommen habe und dann nochmal Richtung Abend den zweiten und die Säfte sahen dann folgendermaßen aus, dass das halt so eine kunterbunte Mischung auch zum Teil war, weil ich da mit der Rohkost angefangen habe und ich ein bisschen ausprobieren wollte. Da waren mal ein paar Wildkräuter mit dabei. Ich habe rote Beete-Saft mitgemacht, da wo Wildkräuter mit reingekommen sind. Ich habe Möhrensaft gemacht, Selleriesaft, Fenchel mit reingemischt, da habe ich mehrere Zutaten auch genommen. Manchmal war Johannisbeer auch mit dabei. Ich habe da ein bisschen rumexperimentiert, habe da auch mal Sprossen mit reingetan und hier ein kleiner Tipp, tut bitte nicht Buchweizen in euren Saft da rein. Das ist einfach nur so eine klebrige, dicke Masse, die man da schon fast wie ein Smoothie eigentlich trinken könnte. Hat für mich jetzt wenig mit Fasten zu tun, weil ich möchte ja das faserfrei halten bei einem Saftfasten. Und ich habe halt einen sehr guten Saft auch mir damals angeschaut, aber später dazu mehr. Um einfach herauszufinden, welche Säfte mir dann einfach schmecken, was meine Favoriten sind. Diese beiden Säften ergaben damals dann ungefähr 3 bis 4 Liter, wodurch ich dann am Tag so ungefähr 4 bis 5 Liter getrunken habe. Zu Beginn meiner Rohkostzeit habe ich mir auch damals gleich den Angel Juicer gekauft, weil ich einen qualitativ hochwertigen Entsafter haben wollte. Den habe ich auch heute noch, funktioniert einwandfrei, hat eine gute Langlebigkeit, eine super Saftausbeute. Man kann ihn super einfach reinigen. Bei manchen Sachen muss man da wirklich auch aufpassen, was man sagt, also so Tomaten oder auch die Buchweizen, will ich jetzt nicht unbedingt mit denen entsaften, so harte und faserige Sachen wie Sellerie, wie Karotten oder auch mal Zucchini muss man ein bisschen aufpassen oder auch Gurken, dass man da langsam die entsaftet, weil sonst schäumt halt über, muss man da dieses Gefühl auch finden. Ich weiß, dass der Angel Juicer eine sehr große Investition ist und man da sehr viel Geld hinlegen muss. Allerdings, wenn man jeden Tag jetzt einen Saft macht, so wie ich zum Beispiel auch regelmäßig Saft fastet, dann kommt man hier locker auf seine Kosten und ist mir auch die Investition in meine Gesundheit auch wirklich wert. Neben dem Angel Juicer, den ich euch unten verlinken werde, werde ich auch noch andere günstigere Modelle verlinken, wo ich da guten Gewissens auch sagen kann, dass das super Entsafter sind. Nach dem zweiten Jahr konnte ich dann auch bewusst feststellen, dass ich mit jedem neuen Jahr immer länger fasten kann und die Anzahl der Tage im Jahr auch immer weiter erweitert wird, ohne dass ich halt nochmal zusätzliche Probleme bekomme. Das heißt, die Schlappheit wurde immer weniger, Antriebslosigkeit beim Fasten und weitere Entgiftungserscheinungen, die ich halt in den ersten beiden Jahren hatte, sind dann komplett verschwunden. Wie schon öfters erwähnt, habe ich ja im letzten Jahr 120 Tage lang Saft gefastet, davon ungefähr 20 Tage trocken gefastet. Außerdem hat sich noch Folgendes geändert von damals zu heute, dass ich zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel auch jetzt in diesem Fasten jetzt anstelle von diesen 2 Gemüsensäften jetzt eine Fruchtsaft habe, hier tue ich zum Beispiel meinen frisch gepressten Orangensaft selber pressen, weil jetzt gerade die Saison ist und halt einen ganz normalen Selleriesaft, manchmal auch mit Fenchel mit rein zu mir nehme. Und im Allgemeinen hat sich meine Saftvariation ein bisschen eingeschränkt. Ich habe festgestellt, welche Säfte mir am besten schmecken. Darunter halt ganz normaler Mono-Selleriesaft oder Mono-Fenchelsaft, manchmal auch Fenchel-Zucchinisaft oder Fenchel Selleriesaft oder Sellerie-Gurkensaft, da mische ich halt immer mit wenigen Zutaten durch. Möhrensaft geht bei mir auch immer wieder und manchmal kommt ab und zu mal, wenn die Saison ist, ein kleiner Apfel mit beigeschnitten. Also ich versuche das halt wirklich gemäß der Lebensmittelkombination recht simpel zu halten, auch zwecks der Verdauung. Und dann trinke ich bei meinem Fasten ungefähr 2 bis 3 Liter an Saft. Klingt von meiner Arbeit, meinem Permakulturprojekt im Sommer, wenn es dann richtig heiß wird und ich arbeite im Folientunnel und da schwitze ich richtig viel, bin körperlich gut aktiv beim Folientunnel ungefähr 40 Grad, dann werde ich natürlich meine Wassermenge auch ein bisschen erhöhen, da werde ich auch mehr trinken, weil ich auch da mehr schwitze. Luftfeuchtigkeit ist vielleicht nicht ganz so optimal, vor allem im trockenen Sommer, wenn es halt mehr regnet und Luftfeuchtigkeit höher ist, dann muss ich auch weniger trinken, weil über die Haut dann die Feuchtigkeit mit aufgenommen wird.
Wobei ich auch sagen muss, dass mein Körper immer besser mit der Hitze klarkommt. Ich tue ja ein Intervallfasten von 20 Stunden machen. Das mache ich auch während dem Fasten. Also, dass ich jetzt während 20 Stunden Trockenfasten mache, weder esse noch trinke und auch in dieser Hitze zum Beispiel. Und da mein Körper gar keine Probleme hat, bitte nicht nachmachen. Das erfordert hier wirklich wieder Wissen, Erfahrung, fortgeschrittener Rohkostreinigungsprozess. Also, das kann ich keinem empfehlen, das von heute auf morgen zu machen. Ist lebensgefährlich. Zusätzlich bin ich auch während dem Fasten immer noch körperlich weiterhin aktiv. Also, ich kann am Morgen mein Cardio machen. Eine Stunde Krafttraining, meine 3 Stunden Kampfkunst. War am Anfang auch ziemlich erschwert, sage ich mal, wo halt die Entgiftungserscheinungen mich nicht so schnell viel bewegen lassen konnten. Ich hatte damals auch sehr viele Gelenkschmerzen, Hüftschmerzen und alles mögliche, was ich für meinen Teil durch die Entgiftung beruhe. Und diese Schmerzen habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr nach 6 Jahren Fasten. Ich kann mich immer unbeschwerter weiter bewegen, wie ein kleines Kind, sage ich mal. Wie es halt früher damals war, wo du dich einfach lossprinten und losbewegen konntest, halt ohne irgendwelche Blockaden. Ja, im Garten bin ich natürlich auch aktiv, mache hier alles mit der Hand, schlepp Säcke, tu mit der Schubkarre alles hin und her tragen, gehe mit vollen Gießkannen einfach umher, bücke mich, mach Kniebeugen auch, wenn ich irgendwas aufheben möchte und so weiter. Das Ganze, wer halt schon mal Gartenarbeit gemacht hat, weiß, wie auch anstrengend das sein kann. Am Abend bin ich auch nochmal im Kopf super aktiv für mein Projekt hier. Online-Arbeit machen, Webseite gestalten, Videoschnitt machen, eure Fragen beantworten und so weiter. War am Anfang auch sehr erschwert, weil mein Körper noch zu der Zeit sehr überfordert war mit dem Fasten, mit der ganzen Entgiftung und ich auch da mit der Denkleistung nicht so ganz umhergekommen bin. Was hat sich noch zusätzlich von damals geändert? Also einerseits habe ich nicht mehr dieses Hungergefühl, wie ich es am Anfang hatte. Also viele haben ja dann dieses starke Hungergefühl für die ersten 3 Tage, was halt immer wieder mal aufploppt, wo man sich unwohl fühlt, der Magen so leer ist, so eine Art Loch im Bauch hat. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Wenn ich im Fasten kann ich sogar auch schon spontan beginnen und ich habe dieses Hungergefühl einfach nicht mehr. Wie auch hier Grund, mein Körper ist weiter gereinigt. Ich habe dieses Intervallfasten schon etabliert, 20-4. Habe auch ein Video dazu gemacht, werde ich euch oben in der Videobeschreibung bzw. auch in der Endkarte verlinken. Wenn ihr dann noch mehr Videos von mir sehen wollt, könnt ihr dann ruhig dranbleiben. Damals während dem Fasten war ich sehr schnell antriebsloser, war auch viel schneller müde, habe auch viel mehr Schlaf gebraucht, weil Schlaf ja auch eine wichtige Komponente in einer Giftung ist. Da habe ich dann nochmal 8 bis 10 Stunden mal gut schlafen müssen. Momentan brauche ich so ungefähr 7 Stunden Schlaf und meine mentale Einstellung zum Fasten an sich hat sich auch komplett geändert zu damals. Fasten ist wirklich eine lange Reise, es sind 10.000 Schritte und man sollte auch langsam mit jedem einzelnen Schritt beginnen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr überhaupt keine Fastenerfahrung habt und ihr das machen möchtet, erstmal hier zum Beispiel, wenn ihr unwohl seid, euch vielleicht einen Coach sucht oder einen Begleiter, der halt die Fastenerfahrung hat, zum Beispiel mich könnt ihr buchen, dass ich euch bei diesem Prozess einfach mit begleite, dass ihr halt hier nicht einfach ins Ungewisse steigt, weil das ist halt das meiste Problem, dieses Ungewisse, die Programmierung bei meisten beim Fasten. Die ersten 3 Tage denken, dann ist die Hölle, man hungert die ganze Zeit und das belastet halt einen ziemlich sehr. Also am Anfang halt lieber Kurzzeitfasten machen, also vielleicht auch erstmal zum Einstieg Intervallfasten halt erstmal machen, dieses klassische 16-8 und das halt dann langsam steigern. Und wenn man dann wirklich mal länger Zeit fasten möchte, Wasserfasten oder Saftfasten, dass man, bevor man wirklich chronische Krankheiten hat und man gezwungen ist, länger zu fasten, Kurzzeitfasten macht von 3 Tagen und dann mal schaut, wie man sich da fühlt und das halt dann langsam und stetig weiter ausbaut, auf 4 Tage, auf 5 Tage und auf 7 Tage. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, vertrau mir, das Fasten hat wirklich eine positive Eigenschaft auf deinem Leben. Du fühlst dich besser, du fühlst dich energiegeladener und bevor ich dir jetzt hier weiter mit diesen Worten zu Mülle, sage ich mal, das musst du wirklich selbst erfahren.